Kamera läuft? Ton läuft? Okay, Spaß. Ich habe als Erzieher gearbeitet 3 Jahre lang und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin da wirklich schweren Herzens gegangen. Mhm. Aber die Entscheidung für Datteltäter war so ein Jetzt oder Nie. Das kannst du alles nur durchhalten, wenn du richtig Bock drauf hast. Und deswegen ist das für mich eine absolute Berufung. Hallo alle miteinander, heute lernen wir Fiete von Datteltäter kennen. Wir warten. Ah, hallo. Kommt rein, hey, ich bin Fiete. Willkommen, Datteltäter Cribs. Hier vorne haben wir unseren Studioraum. Das heißt, der sieht immer irgendwie anders aus. Hier, guck mal, da wird geschnitten. Das da oben, das ist ein Hochbett. Ja. Es ist recht anstrengend, Videos zu produzieren. Das heißt, man übernachtet hier auch gerne mal. Ah. Ich bin Fiete Alexander, bin mittlerweile 28 Jahre alt. Also 2009 bin ich konvertiert. 2008, zu Weihnachten hat es angefangen. Da habe ich mit meinen Eltern zusammengesessen und einen Film geguckt, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Und war beeindruckt von dem Hauptcharakter, dem Monsieur Ibrahim. Der sagte im Film ständig, ich weiß, was in meinem Koran steht. Und mich hat sehr aufgeregt damals mit meinen 17 Jahren, dass ich nicht wusste, was im Koran steht. Und dann habe ich mir den genommen und dann wochenlang darin gelesen. Und dann, die kurze Version ist es, dann hat es irgendwann Peng gemacht. Okay. Dann war die Sache irgendwann gegessen. Also nach einem Monat oder so wusste ich, ich glaube, das ist was für mich und ich kann nicht mehr zurück. Naja, Freundeskreise tauschen sich. Also man verliert einige Freunde, weil es nun nicht mehr so Gemeinsamkeiten gibt, um miteinander abzuhängen. Man findet viele neue Freunde. Meine Familie hat das immer sehr wohlwollend aufgenommen. Die haben höchstens darauf geachtet, dass ich nicht in eine ganz komische Ecke abdrifte, was sehr viel Sinn macht. Also Thema IS und so. Ja, ja, ja. Deswegen hat das sehr viel Sinn gemacht, dass meine Eltern immer drauf geguckt haben, mit welchen Leuten ich abhänge und was für Sachen ich lese und wo ich so im Internet mich informiere. Eine, mit der ich in der Schule war, ihr Vater hat sie dann mehr oder weniger verstoßen, weil sie gesagt hat, dass sie konvertiert ist und jetzt Kopftuch tragen will. So eine Sache gibt es auch. Okay. Aber bei mir in der Familie, mir wurden keine Steine im Weg gelegt. Ich durfte sozusagen meinen Weg gehen. Ja. Als ich konvertiert bin und dann erster Ramadan, das war noch in der Schulzeit. Die letzten 3 Jahre, die ich noch duales Studium hatte, also 3 Tage arbeiten, 2 Tage Uni und gleichzeitig Datteltäter, hieß dann immer für mich 3 Stunden schlafen, um 6 Uhr aufstehen, zur Arbeit los, nach der Arbeit 17 Uhr nach Hause kommen, 3 Stunden schlafen, Iftar und dann hierher und noch irgendwas machen. Ich mache wirklich das, worauf ich absolut Bock habe. Und das ist schön. Ich kann jeden Morgen mittlerweile aufstehen und denke nicht darüber nach, ich habe gar keinen Bock jetzt hinzugehen, mache ich jetzt? Nee, der Gedanke ist wirklich gestorben mittlerweile. Früher in der Schule hatte ich das zum Beispiel noch. Da war so 6 Uhr morgens aufstehen und war so, nee, ich will nicht hin. Und soll ich doch beim Arzt anrufen? Ich merke dann Kratzen. Ja, okay, ich gehe zum Arzt. So, das gab es auf jeden Fall. Hier? Nee, gibt's nicht. Ich komme hier sogar krank auf Arbeit und so. Weißt du, wie viele von uns krank auf Arbeit kommen? Ist auch nicht cool. Wer ist denn da gekommen? Younes? Naja, ja, typisch. Einfach reinplatzen, ne? Hi. Younes zum Beispiel kenne ich schon sehr lange. Wir saßen oft zusammen und haben uns unterhalten über den Zustand der muslimischen Community und die Außendarstellung des Islam und der Muslime. Und dann kam auf einmal Pegida. Dann kam auf einmal ES und wir hatten überhaupt gar keinen Bock mehr. So, wir waren richtig sauer und dachten, okay, wir müssen irgendwas machen. So, irgendwie müssen wir die Klappe aufreißen. Es macht gar keinen Sinn, sich vor eine Kamera zu stellen und zu sagen, ich distanziere mich. Ja. So einen Müll hatten wir gar keinen Bock. Und wir dachten, Satire und Humor ist ein richtig guter Weg, um das zu machen. Es ist der ideale Eisbrecher, auch für all die schweren Themen, die wir ansprechen. Wir wollen zeigen, wie leben Muslime in Deutschland. Wir wollen die eigene Community kritisieren und ihnen den Spiegel vorhalten. Wir wollen aber auch der Mehrheitsgesellschaft den Spiegel vorhalten und irgendwie allen so eine Möglichkeit geben, mit sehr viel Witz und Charme aufeinander zuzugehen. Hey, ich arbeite, ich schwöre. Oh, was habe ich gemacht? Alles kaputt. Wir kriegen krass viel positives Feedback. Und wir kriegen krass viel negatives Feedback. Das bedeutet, dass wir es auf jeden Fall richtig machen. Man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn man dann auch noch von zwei gegensätzlichen Fronten
attackiert wird, mhm, dann weißt du eigentlich, ja Mann, ja, du bist in der Mitte zwischen den beiden, ja, genau da willst du sein. Ja. Ne, mit jedem Video, das erfolgreicher war, kam dann auch immer mehr Hass. Ja, damit umgehen ist, puh, also es ist, ist auch immer so, also du, mhm, ne, manchmal schaffst du es einfach nicht, drüber zu stehen, mhm, und es mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, sondern du fühlst dich direkt angegriffen. Und das muss man auf jeden Fall versuchen abzustellen. Ja, ey, dadurch, dass wir eine große Gruppe sind und viele, viele Leute, schaffen wir es dann immer, uns gegenseitig beieinander auszukotzen und dann auch wieder so aufzubauen. Das letzte, was zum Beispiel war, war ein Video, was ein Prediger über uns gemacht hat. Der predigt sogar da hinten, 5 Minuten von hier. Und ja, der hat ein Video gemacht über uns von wegen, ja, die Datteltäter und hier und da sitzen Männer und Frauen zusammen auf einem Bild und ganz viele, wie es dann immer so ist, natürlich auch, ja, vielleicht hat der recht und so, er ist ein Imam und oh, Leute, Mann, schaltet doch mal euer Hirn ein. Ja. Es gibt zum Glück bei YouTube auch einen Filter, das heißt, du kannst Wörter dort reinschreiben und dann werden die Kommentare gar nicht erst veröffentlicht. Also da stehen alle möglichen Beleidigungen drin und so gewisse Codewörter, die in rechten Foren und so benutzt werden. Eine Zeit lang hatte ich da auch Mutter drin stehen. Weil sehr viel gerne über unsere Mütter gesagt wurde. Aber es habe ich dann irgendwann wieder rausgenommen, weil wir dann angefangen haben mit Dinge, die muslimische Eltern tun. Und dann wurden auf einmal alle Kommentare nicht veröffentlicht, die waren, ah, das ist genau wie meine Mutter. So, die wurden dann irgendwann wieder aufgenommen. Ja, Beleidigungen kommen raus, ohne Wenn und Aber. Also du kannst noch so fundiert deine Kritik schreiben, wenn du uns dann am Ende beleidigst, kommt es raus. Das ist vollkommen sinnlos, so. Und wenn man sich dann angegriffen fühlt und Zensur schreibt, ja, dann sorry, heul, leise. Also ich glaube, wir lassen sogar sehr viel stehen, weil ja, ey, kannst gerne rummeckern, so ist kein Problem. Ja, aber wir versuchen das schon krass abzugrenzen zwischen Kritik und Hass. Wenn jetzt einfach nur irgendjemand schreibt, ey, eure Darstellung von Muslimen und so gefällt mir gar nicht, was soll das, wenn ihr das und das und das und das macht, dann bleibt das halt stehen. So, das ist eine Meinung, okay. So. Kann man ruhig sagen, wenn man unsere Videos guckt. Man kann alles irgendwie nutzen. So. Und die Arbeit mit Kindern hat mir auf jeden Fall krass geholfen, um natürlich frei zu reden, selbstbewusst vor einer Gruppe zu sprechen und so weiter. Weil du musst das, weil sonst zerreißen die dich in der Luft. So. Ja. Versuch mal hier in der 5. Klasse irgendwie rumzukommandieren. Seid nicht so laut, ja, dann bist du vorbei. Ist vorbei, ganze Tag ist gelaufen. So, du wirst nur noch an der Nase rumgeführt. Ja. So, da lernt man auf jeden Fall, dann seinen Mann oder seine Frau zu stehen. Und das konnte ich hier krass hier einbauen. Und auch die ganzen Erfahrungen, das sind ja so, ich muss sagen, ein bisschen finde ich es schade, dass ich jetzt nicht mehr im echten Leben arbeite, sondern jetzt nur noch in dieser Blase. Mhm. Weil, was glaubst du, wie selten wir jetzt hier wirklich rauskommen? Schneller. Also was mir immer krass am Herzen liegt, ist, dass noch mehr so Minderheiten ihre Geschichten erzählen. Also wie wir jetzt versuchen, gerade so die muslimische Stimme abzudecken, würde ich mir wünschen, dass auch andere über andere Wege versuchen, ihre Stimme nach außen zu bekommen. Da geht es auch ganz viel um Repräsentanz und so. Das ist wichtig. Da nach draußen in die Welt. So. Dass dann auch irgendwann mal einfach eine schwarze Frau mit Kopftuch die Tagesschau sprechen kann. So. Ja. Ich meine, warum nicht? So, wo ist das Problem? Und da würde ich mir wünschen, dass dann einfach jeder versucht, irgendwie seine Möglichkeiten zu nehmen. Und manchmal werden diese Möglichkeiten nicht gegeben, natürlich. Und dann musst du sie dir nehmen über, wie wir es gemacht haben. Ja. Wir haben, mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass du einfach bei YouTube einen Kanal gründen kannst und dann einfach loslegst. Abonniert. Hi, grüß dich. Hi, Marcel. Hi, Marcel, freue mich. Darf ich dir auch die Hand geben? Ja. Muss ich dabei in die Handykamera gucken? Ich kann aber auch in 10 Jahren wieder als Erzieher arbeiten. Weil in 10 Jahren bin ich doch bestimmt YouTube-Opa oder sowas. Verstehst du?